Es ist nicht so, dass wir die ersten Idioten auf dem Planeten sind. Nee, es gab wirklich schon andere. Die haben sich auch noch toll gefühlt. Das waren Hochkulturen. Die haben das ganz toll gemacht. Also, wie wir in den Geschichtsbüchern immer wieder finden, die hohen Kulturen an den diversen Flüssen. Am Nil, am Indus, am Wang Ho und im Zweistromland an Euphrat und Tigris. Und was die angestellt haben. Und wie sie mit ihrer Vernunft und mit ihrem Verstand die Welt verändert haben, weil sie verändern wollten, weil sie es mussten. Weil sie so viele geworden sind, wie der Übergang sich vollzogen hat vom Jäger und Sammler zum Land, zur Landwirtschaft, wie wir Siedlungen gegründet haben und wie wir immer mehr und mehr und mehr wurden und immer mehr von uns, schlaue Männer und Frauen, angefangen haben, diesen Planeten in einem Ausmaß zu verändern, wie das sonst noch kein Lebewesen gemacht hat. Wir sind heute über 7 Milliarden Menschen im Jahr. 2030 werden wir 8 Milliarden sein. Um es mal auf den Punkt zu bringen, jetzt leben in Afrika 1 Milliarde Menschen. 2050 werden es 2 Milliarden sein, 2100 werden es 4 Milliarden sein. Der Kontinent kann jetzt die 1 Milliarde schon nicht ernähren. Wie wird es bei 2 Milliarden sein? Dazu braucht man kein Studium. Die Menschheit schafft sich ab. Klaus Kamphauser und ich, wir haben ein Buch geschrieben. Und man muss sich natürlich schon fragen, mein Gott, muss denn das so ein drastischer Titel sein? Ja, es geht nicht anders. Offenbar sind nur drastische Worte etwas, was wir verstehen. Essen Sie gerne Fisch? Na, dann essen Sie mal. Essen Sie Fisch, solange es ihn noch gibt. Ja, wir fischen die Meere leer. Mehr als 1 Milliarde Menschen, vor allem in Entwicklungsländern, sind auf Fisch als Hauptlieferant für Eiweiß angewiesen. Laut der Welternährungsorganisation sind 61,3% der weltweiten Speisefischbestände bis ans Limit befischt. Da ist viel I drin in dem Satz. Igittigittigitt. 29% sind bereits überfischt oder erschöpft. Ja, und Fisch sind eben nicht nur Fischstäbchen. Fisch ist Fisch, nur wenn er weg ist, ist er weg, der Fisch. Ganz weg. Wissen Sie, wie viel Wasser Sie pro Tag verbrauchen? Also jetzt mal so, also in 24 Stunden, was schätzen Sie denn? Na? 12, 10 Liter Eimer. Der Deutsche verbraucht 100, die Deutsche auch, 121 Liter Wasser am Tag. Wissen Sie, wer das meiste Wasser in Europa verbraucht? Das hätte ich nie gedacht, wie ich es gelesen habe, das kann nicht wahr sein. Die müssten das doch wissen, dass man nicht so viel Wasser verbraucht. Ausgerechnet die, bei denen ist es doch so warm. Und die verbrauchen so viel Wasser? Na gut, bei denen ist es so warm, deswegen verbrauchen sie so viel Wasser. Aber so viel Wasser, meine Güte. Die Spanier, 270 Liter. Aber der Knaller ist ja Dubai. Gucken Sie mal, wo Dubai ist. Na, gucken Sie mal nach. Die verheizen, also verheizen nicht, aber die verbrauchen jeden Tag, verbraucht jeder. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Bewohner von Dubai genannt werden. Die verbrauchen 500 Liter Wasser am Tag. Jeder. Gut, das sind nicht so viele, aber der Lebensstil scheint ziemlich schwachsinnig zu sein. In einer Ecke der Welt, wo es eigentlich gar kein Wasser gibt. Wir sind längst in ökonomischen Netzen verfangen, dass wir der Meinung sind, da geht doch noch was. Also ich bitte euch, die werden doch irgendwas erfinden. Und zwar nicht die Grundlagenforscher, aber die Techniker. Die Techniker, die erfinden noch was. Die werden bestimmt noch irgendein neues Reservoir mit ganz neuen Ideen, werden die ganz neue Maschinen bauen. Und damit können wir A, mehr Wachstum kreieren und B, dann haben wir Energie für immer und ewig. Und wir können immer weitermachen, egal wie viele Menschen. So ist offenbar die Vorstellung. Man macht sich offenbar überhaupt keine Vorstellung davon, was für ein Irrsinn das ist. Und deswegen haben wir das Buch geschrieben. Was können wir machen? Und wir können was machen. Es ist nicht so, dass wir gar nichts machen können. Man kann was tun. Und wichtig wäre eigentlich schon fast eine globalgesellschaftliche Bewegung, endlich aufzuhören damit, dass der Reichtum weniger, immer mehr und mehr wächst. Weil das ist das eigentliche Wachstumsmodell. Immer mehr und mehr Menschen werden immer ärmer und immer weniger und weniger konzentrieren den gesamten Reichtum auf sich. Nicht um damit irgendwas anzufangen, sondern einfach nur, um ihn zu behalten. Unglaubliche Geldmengen rotieren in den Börsen um diesen Planeten herum, virtuell natürlich nur, aber sie üben einen Dauerdruck aus. Auf Produktivität, Rationalisierungsdruck, es muss immer mehr und mehr werden.
Und dabei werden Konferenzen zwischendurch gehalten, wunderschöne Klimakonferenzen, wo sich dann die Verantwortlichen dieser Welt in Räumen treffen, dahin geflogen sind natürlich alle, und dann werden großartige Versprechungen gemacht, ganz tolle Versprechungen darüber, wie man jetzt in Zukunft versuchen wird, den Kohlendioxidausstoß, also den Ausstoß an Treibhausgasen zu verringern, damit die Atmosphäre sich nicht weiter erwärmt. Wie man versuchen wird, durch Energiewendemaßnahmen genau diesem Klimawandel entgegenzuwirken und. Aber es klappt alles irgendwie nicht. Diese Klimakonferenzen sind auch nur so Simulationen von Klimakonferenzen. Da wird so getan, als ob, zur Beruhigung der Nerven. Vielleicht auch der Nerven derjenigen, die dabei sind. Vielleicht glauben die tatsächlich das, was sie sagen. Nur sie tun nichts. Wir haben kein Informationsproblem mehr. Schon lange nicht mehr. Wir haben kein Problem mehr damit, was wir alles darüber wissen können oder wissen sollten darüber, wie der Planet funktioniert und was wir alles anrichten. Wir haben genügend Big Data über alles, was diesen Planeten betrifft und über alle Wirkungen, die wir verursacht haben. Was wir haben, ist ein Handlungsproblem. Und deswegen haben wir das Buch gemacht. Aufzufordern, es muss weitergehen. So kann es nicht bleiben, ansonsten schafft die Menschheit sich ab.